Es ist Sonntagabend, 19:30 Uhr, Zeit für die Hessenschau. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ja, heute war es soweit, der Ironman in Frankfurt steigt. Mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei dem Riesenspektakel heute am Start. Und in Kassel wird Leben auf den Friedhof gebracht beim 180-jährigen Jubiläum. Wir gucken aber erstmal nach Rüsselsheim. Die Opelstadt, die braucht ein neues Stadtoberhaupt. Und das wollen eine Frau und vier Männer werden. Sie wollen Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden. Heute wurde gewählt und wir sind natürlich gespannt, was dabei rausgekommen ist. Unser Reporter Christoph Scheldt, der ist jetzt in der Großsporthalle in Rüsselsheim. Und da fragen wir doch mal, Christoph, gibt's eigentlich schon ein Ergebnis? Nein, Julia, es gibt noch kein Endergebnis, aber wir sind kurz davor. 22 von 25 Wahlbezirken sind ausgezählt. Was wir aber schon sagen können, es wird in Rüsselsheim eine Stichwahl geben. Wir sehen es hier hinter uns. Patrick Burkhardt von der CDU, der führt relativ klar, aktuell mit 47%. Und dann Steffen Jobst von der Wählervereinigung. Wir sind Rüsselsheim auf dem zweiten Platz. Und das spricht also alles dafür, dass es hier auf eine Stichwahl rausläuft, die dann in zwei Wochen stattfinden wird. Die beiden Bestplatzierten, die sind jetzt bei mir. Patrick Burkhardt von der CDU, Digitalstaatssekretär in der hessischen Landesregierung. Was überwiegt jetzt bei Ihnen heute Abend? Die Freude, dass noch alles drin ist, oder doch ein bisschen Enttäuschung auch, dass es für die absolute Mehrheit Stand jetzt nicht ganz reicht? Ja, es ist ein großartiges Ergebnis. 5 Kandidaten, 47%, ein bisschen über 47%. Bin total zufrieden und wir werden jetzt die nächsten zwei Wochen dafür sorgen, dass die Menschen wieder wählen gehen und dann hoffentlich von mir überzeugen und dann in zwei Wochen hoffentlich feiern können. Ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar, dass ich so ein Ergebnis bekommen habe im ersten Wahlgang. Gehen wir rüber zu Steffen Jobst von der Wählervereinigung Wir sind Rüsselsheim. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie ein bisschen überrascht, dass Sie den SPD-Kandidaten doch recht klar hinter sich lassen konnten? Nee, eigentlich nicht. Das war, glaube ich, abzusehen. Aber wir müssen jetzt halt mal gucken, wie das weitergeht bei der Stichwahl. Ja, ja, wie geht's denn weiter? Sie haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, im Wahlkampf noch mal den Turbo zu zünden sozusagen. Was haben Sie sich da vorgenommen? Mit welchen Themen wollen Sie jetzt vor allem um die Menschen werben, die heute Abend noch jemand anders die Stimme gegeben haben? Das Thema in Rüsselsheim ist Veränderung oder weiter so. Und Patrick Burkhardt steht für weiter so, ist damit vor 6 Jahren schon mal gescheitert in der Stichwahl. Und genau das werden wir wiederholen. Was sind denn da die Themen, mit denen Sie angreifen wollen? Stichwort attraktivere Innenstadt, Opel-Gelände, das zum Verkauf steht. Wollen Sie sich davon was rauspicken, um jetzt noch mal zu attackieren? Nein, das Grundproblem in Rüsselsheim ist, dass wir keine funktionierende Verwaltung haben, dass wir dringend eine Modernisierung im Verwaltungsbereich brauchen. Und wenn wir das nicht schaffen, werden wir weder Opelflächen noch eine Innenstadt entwickeln. Patrick Burkhardt, wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie sich vorgenommen? Zwei Wochen jetzt noch mal Zeit für Wahlkampf. Wird es da noch mal ein spezielles Thema geben, das Sie rausstellen wollen? Ja gut, die Themen liegen ja auf der Hand. Die haben wir auch die ganze Zeit auch im Wahlkampf gehabt. Und wir werden jetzt herausstellen, dass ich der Richtige bin für die Umsetzung und für die Umsetzung der wichtigen Themen und vor allem auch für die Zukunftssicherheit dieser Stadt. Und da bin ich mir sehr sicher, dass die Wählerinnen und Wähler in zwei Wochen eine gute Entscheidung treffen werden. Aber es wird ja nicht ganz einfach, weil Sie müssen ja zum Beispiel um die Stimmen werben von Christian Bien, von der Lina Zaun, also die kleineren Kandidaten. Wie wollen Sie das schaffen, dass Sie da für deren Wähler auch ein Angebot machen können? Ja, also ich glaube schon, dass die Rüsselsheimer jetzt sehen, wer jetzt zur Wahl steht in der Stichwahl, dass sie dann eine kluge Entscheidung treffen werden. Die Wahl ist klar. Es gibt einen erfahrenen Politiker, der gerne wieder ins Amt möchte, der aus dem Staatssekretärsamt eine gewisse Erfahrung mitbringt, seine Kontakte mitbringen kann und die Probleme deutlich besser lösen kann als der Mitbewerber. Und das werden die Rüsselsheimer erkennen, das werden wir denen auch die nächsten 14 Tage noch ein bisschen erzählen. Und dann bin ich sehr optimistisch. Noch ein Satz zur Wahlbeteiligung. Wir liegen aktuell so etwa bei unter 40%. Das ist relativ mau. Überrascht Sie das? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, Rüsselsheim hat immer relativ niedrige Wahlbeteiligung. Das ist jetzt noch ein Stückchen niedriger. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Das muss uns alle beschäftigen, die hier Politik machen. Wie schaffen wir es, dass die Menschen über die Wahl mehr Teilhabe an der Politik vor Ort? Das muss uns alle beschäftigen. Das ist kein Thema nur von mir. Aber da werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen. Also, es bleibt spannend in Rüsselsheim. Es wird eine Stichwahl geben. Und am 16. Juli, heute in zwei Wochen, da wissen wir dann, wer der neue Oberbürgermeister in Rüsselsheim wird. Ja, danke schön, Christoph Scheldt, live aus Rüsselsheim. Ja, während in Rüsselsheim heute alles im Zeichen der OB-Wahl steht, ist es in und um Frankfurt der Ironman. Das Sportevent des Jahres, kann man fast sagen. Ja, und er hier, Alois Mehlmann, ist auch dabei und das mit 71 Jahren. Damit zeigt er, dass man auch in dem Alter wirklich richtig fit sein kann. Vor 6 Jahren hatte er schon mal mitgemacht, musste dann aber aufgeben. Doch das hat ihm absolut keine Ruhe gelassen und jetzt wollte er es noch mal wissen.
Die erste Herausforderung am Morgen für Alois Mielmann war schon mal das Anziehen seines Neoprenanzugs. Trotzdem war der Frankfurter froh, diesen heute bei 23 Grad Wassertemperatur tragen zu dürfen. Gerade für schlechte Schwimmer ist ein Neopren hervorragend. Dennoch muss man sich mit 71 Jahren erstmal an die Startlinie eines Ironmans trauen. In wenigen Minuten wird es ernst für Alois Mielmann. Eigentlich ist er ein Läufer und kam sehr spät erst zum Triathlon. Ich war in der passiven Altersteilzeit und da fiel mir nichts Besseres ein, als mich beim Ironman anzumelden. Ich hatte ja Zeit ohne Ende, habe den auch absolviert, hat gut funktioniert. Zum dritten Mal geht Mielmann hier in Frankfurt an den Start. Beim letzten Mal musste er aufgeben. Schafft er es heute? Seine Hassdisziplin Schwimmen klappt gut. 3,8 Kilometer später steigt Mielmann nach knapp 2 Stunden aus dem Wasser. Ab und an habe ich mal rechte Wade hart gekniffen. Und naja, war nicht so schön. Aber wie gesagt, den härtesten Teil haben wir hinter uns. Jetzt kommt nur noch ein schönes Radfahren und da kommen ja noch welche. Das beruhigt mich. Okay. Doch wie schön wird das Radfahren wirklich? Für die 180 Kilometer hat er etwa 7 Stunden angepeilt. 7 Stunden, die aufgrund des bögen Windes hart werden. Doch die Zuschauer am Straßenrand peitschen ihm voran. Die Fans, die Leute, die am Straßenrand waren, die haben gejubelt und geschrien und die kannten meinen Namen teilweise. Da gab es sogar Schilder. Alois, let's go! Aber die Beine machen keinen schlechten Eindruck. Also ich glaube, das kann sogar was werden heute. Vor Alois Mielmann liegen noch lange 42,2 Kilometer. Vor 6 Jahren hat er beim Marathon aufgeben müssen. Deshalb war seine Zielsetzung schon heute Morgen ganz klar. Aber mein Ziel ist nicht mehr, irgendwie einen guten Platz zu absolvieren oder zu erreichen, sondern mein Ziel ist einfach nur, in Anführungsstrichen, zu finishen. Und das soll heute geschehen. Bis 22 Uhr hat er noch Zeit, ins Ziel zu kommen. Also gut 5 Stunden für den Marathon. Wir drücken Hessens ältestem Teilnehmer die Daumen. Ja, und am Römerberg, wo der Zieleinlauf ist und offensichtlich auch ziemlich gute Laune, steht jetzt unser Reporter Markus Philipp, der den Ironman heute den ganzen Tag schon begleitet hat. Markus, wie sieht's bei Alois Mielmann aus? Wie ist er unterwegs? Ich sag's mal ganz ehrlich, das wird eine ganz knappe Kiste, ob er es wirklich noch vor dem offiziellen Titelschluss schafft. Denn um 22 Uhr ist ja Schluss. Momentan wird avisiert, dass er um 22.20 Uhr erst hier wäre. Also er muss noch mal einen Zahn zulegen. Also das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir wünschen ihm alles Gute von hier aus. Wir wollen jetzt aber erstmal einen Rückblick wagen auf das, was sich vor allem im Profifeld der Damen ereignet hat heute. Und das war, speziell am Anfang, eine ziemlich kühle Nummer. Heizdecken, Alarm und kollektives Bibbern und Zittern heute Morgen am Langener Waldsee vor den Toren Frankfurts. Knackig frische 14, 15 Grad Außentemperatur. Also ab ins Warme, kurz vor 6:30 geht's rein ins 23 Grad kuschelige Wasser. Und gleich mal Verwirrung im Feld, wo geht's denn eigentlich hier lang? Ein bisschen mehr nach Steuerbord, dann passt es wieder bei 3,8 Kilometer Schwimmen. Nach gut 52 Minuten sind die Top 3 zurück an Land. Sarah True, Lauren Brandon und Rebecca Clark. Daniela Bleimehl, die Titelverteidigerin aus Darmstadt, geht mit satten 9 Minuten Rückstand auf die 180 Kilometer lange Radstrecke. Und da geht's richtig ab. Caroline Lehrieder mischt voll mit. Attacke nach gefahrenen 110 Kilometern. Sie übernimmt die Führung. Frankfurt erlebt auch Dramen. Das Heimrennen von Daniela Bleimehl endet mit totaler Entkräftung und dem vorzeitigen Ausstieg. Die Wechselzone in Frankfurt rückt näher. Es ist ein Trio, das zunächst vorfährt. Caroline Lehrieder vorne, dann Sky Mönch aus den USA und auch die Schwedin Sara Svensk ist mit dabei. Sky Mönch ist die schnellste im Zelt. Ab auf die Marathonstrecke und dort zieht Mönch sofort an, läuft schnell 1 Minute 30 Sekunden auf Lehrieder heraus und von hinten stürmt Sarah True heran, mittlerweile auf Rang 3. Nach gut 10 Kilometern kassiert Sarah True dann auch Caroline Lehrieder.
Und bei der geht dann plötzlich nichts mehr. Auch sie muss vorzeitig aufgeben. Sarah True dagegen, bei der läuft's. Becher, Mülleimer, passt. Vielleicht geht ja noch mehr. Vorbildlich in Sachen Ordnung halten und Müllentsorgung ist Sarah True auf jeden Fall. Und 9 Kilometer vor dem Ziel zündet sie dann endgültig die Jets, stürmt vorbei an Sky Mönch und geht in Führung. Dann ist es geschafft. Sarah True gewinnt in Frankfurt nach 8 Stunden, 54 Minuten und 53 Sekunden und sieht im Ziel aus, als könnte sie noch ein Weilchen weiterlaufen. Zweite wird Sky Mönch und beste Deutsche wird bei ihrem Ironman-Debüt völlig überraschend Laura Jansen aus Heidelberg auf Rang 4. Glückwunsch! Ja, und jetzt steht sie hier bei uns, die Überraschungsfrau des heutigen Tages, auf Platz 4. Und das beim Debüt. Laura Jansen, was für ein Tag. Haben Sie schon realisiert, was heute passiert ist? Nicht wirklich. Also ich habe zwar schon Nachrichten gelesen, Glückwünsche bekommen, aber so richtig angekommen ist es noch nicht. Was braucht es denn noch dazu? Die Zeit steht in der Siegerliste. Und es ist im Prinzip alles geklärt. Da stehen 9 Stunden 8 Minuten für die erste Ironman-Distanz. Überragend. Ja, ich bin extrem überrascht und glücklich mit dem Ergebnis von heute. Aber auch einfach insgesamt, wie das Rennen gelaufen ist. Und ich glaube, vielleicht schon heute Abend oder spätestens morgen sinkt es dann auch wirklich ein. Ich durfte Sie ja mehr oder minder den ganzen Tag begleiten und habe immer mal mit Ihnen gesprochen. Und Sie haben dann irgendwann während des Laufens zu mir gesagt, naja, ich weiß gar nicht so genau, ob ich wirklich nach Hawaii möchte. Dann habe ich gesagt, Sie haben noch 35 Kilometer Zeit, sich das zu überlegen. Hat sich irgendwas an dieser Einstellung geändert? Ich glaube, in den 35 Kilometern war ich mit genug anderen Sachen beschäftigt. Jetzt stehen wir hier am Römerberg. Wir verstehen uns kaum selbst vor lauter Lautstärke und Krach hier. Wie haben Sie das erlebt hier an der Strecke? Das war für Sie ja, glaube ich, auch nochmal eine neue Dimension eines Triathlon-Wettkampfs, oder? Definitiv. Also auf der Laufstrecke, es war einfach enorm am Main. Was da los war, wie oft ich meinen Namen gehört habe. Nicht nur von Freunden und Bekannten, sondern einfach so oft habe ich meinen Namen Laura gehört. Es war einfach bombastisch und hat definitiv dazu beigetragen, auch einen guten Marathon zu laufen. Was haben Sie sich denn eigentlich vorgenommen für heute? Ich meine, zum ersten Mal eine solche Distanz und dann aber gleich im Feld der Professionellen, der Profis. Mit was für einer Einstellung sind Sie denn ins Rennen gegangen? Tatsächlich hat es mir heute geholfen, einfach mal, dass es halt das erste Mal war und einfach befreit von jeder, von allen sonstigen Erwartungshaltungen oder so, die man vielleicht bei sonst Rennen immer mit dabei hat. Und heute war einfach nichts davon da. Ich wollte einfach Spaß an diesem geilen Sport haben und ausprobieren, wie es auf der Langdistanz ist. Und ich glaube, das ist mir definitiv gelungen. Ja, das ist definitiv. Aber wie viel Respekt haben Sie denn noch vor denen, die jetzt hier nach 15 Stunden oder noch mehr ins Ziel kommen? Wahnsinn. Wahnsinn. So über so eine lange Zeit hier auf der Strecke zu sein, das ist unvorstellbar. Für mich war die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, schon unvorstellbar. Und das noch um so viele Stunden zu erweitern, ist Wahnsinn. Und genauso bemerkenswert, wenn man jetzt hier ins Ziel einläuft. Das ist einfach eine wahnsinnige Leistung. So, und jetzt sind Sie im Kreis der Erlesenen mittlerweile angekommen. Also Laura Philipp, ne, mehrfache Langdistanz-Siegerin, hat gesagt, oh, da kommt eine neue Konkurrenz. Erhöht das den Druck oder macht das auch Spaß? Also das habe ich ja noch nicht gehört. Hat sie gesagt. Ich glaube, für jetzt ist es erstmal, freue ich mich über sowas einfach, weil es auch mir zeigt, dass meine Leistung anerkannt wird von schon Sportlerinnen, die auf der Distanz sehr große Leistung gezeigt haben. Und ob das dann den Druck erhöht, weiß ich noch nicht. Wir sind gespannt. Laura, herzlichen Glückwunsch nochmal und mit dieser Überraschungsvierten des heutigen Tages zurück ins Studio. Ja, Glückwunsch auch von uns an Laura Jansen. Dankeschön, Markus Philipp, live vom Römerberg. Und wir machen weiter mit unserem Nachrichtenüberblick. Die Meldungen des Tages haben wir jetzt in der Zusammenfassung. Auch in Berkatal im Werra-Meißner-Kreis wurde heute ein neuer Rathauschef gewählt. Einziger Kandidat war der bisherige stellvertretende Bürgermeister Lutz Bergner von der CDU.
Er bekam 84,44% der Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Friedel Lenze von der SPD an. Sie sind sichtbare Zeugen der nationalsozialistischen Vergangenheit, Stolpersteine. Sie erinnern an verfolgte Menschen, an Deportierte und Ermordete. Im Frankfurter Westend verlegte der Künstler Gunter Demnig Stolpersteine im Gedenken an die jüdischen Familien Hochschild und Hirsch. Den Hochschilds gelang 1939 die Flucht nach Chile und England. Jeanette Hirsch starb im KZ Theresienstadt. Zu der feierlichen Zeremonie waren heute eigens Angehörige aus England und den USA angereist. Im österreichischen Klagenfurt sind die renommierten Ingeborg-Bachmann-Preise vergeben worden. Ein hessischer Schriftsteller hat dabei mächtig abgeräumt. Martin Pieker aus Bad Soden im Taunus gewann sowohl den mit 10.000 Euro dotierten Kelag-Preis als auch den mit 7.000 Euro dotierten Publikumspreis. Damit verbunden ist das Stadtschreiberstipendium im Wert von 6.000 Euro in Klagenfurt. Pieker kam als Kind polnischer Einwanderer in Bad Soden zur Welt. Mit dem Schreiben hatte Pieker schon während seiner Schulzeit begonnen. Derzeit studiert er Philosophie und Geschichte in Frankfurt. Wie ökologisch und sozial nachhaltig kann Landwirtschaft sein und sich gleichzeitig auch noch finanziell lohnen? Um das herauszufinden, wurde heute vor genau 25 Jahren die hessische Staatsdomäne Frankenhausen zum Versuchshof der Uni Kassel erklärt. Forschung im Stall und auf dem Feld. Ja, was damals noch belächelt wurde, gilt heute als zukunftsweisender Wissensstandort. Und pünktlich zum Jubiläum gab es heute ein Fest. Forschen für die Landwirtschaft, für Lebensmittel, die ökologisch unfair erzeugt wurden. Hier in Frankenhausen nahe Kassel begann man damit heute vor 25 Jahren. Und heute wird gefeiert. Mit der Rindsbratwurst aus der Nachbarschaft, regional erzeugt, aber für eben 4 Euro das Stück. Ist das zeitgemäß? Nicht nur zeitgemäß, das ist dringend notwendig. Denn so wie bisher können wir nicht weitermachen. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung der Welt, der Erde gegenüber. Und ich glaube, dass es schon auch gewissermaßen unsere Aufgabe ist, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Und dass das fair zugeht, bedeutet natürlich auch, dass es ein bisschen teurer ist. Wie viele Lebensmittel schmeißen wir weg? Wie viele Lebensmittel konsumieren wir? Wie viele Fertigprodukte konsumieren wir, die viel teurer sind, wie auch regionale Bioprodukte? Und hinter dem Hintergrund finde ich es absolut zeitgemäß. In der Hessenschau damals die Eröffnung des Forschungsstandorts erwähnt in einer Minute. Ökologische Landwirtschaft soll am Standort Witzenhausen der Kasseler Gesamthochschule ganz groß geschrieben werden. Als ökologisches Versuchsgut wurde es heute auch offiziell von der Kasseler Gesamthochschule angepachtet. Mit dem Verkauf von Ökoprodukten soll sich der Versuchshof künftig selbst tragen, als privatwirtschaftlich geführter Betrieb. Und das tut er heute mit nachhaltig hergestellten Lebensmitteln aus dem Hofladen. Zweifelsohne, sie kosten an der Kasse deutlich mehr als konventionell hergestellte. Aber sind sie wirklich teurer oder kostet uns eine Landwirtschaft mit Dünger und Pestiziden insgesamt noch mehr? Auch solchen Fragen gehen die Wissenschaftler der Uni Kassel hier in Frankenhausen nach. Vor 25 Jahren haben sie hier mit der Suche nach Lösungen begonnen für Probleme, die uns heute mehr denn je beschäftigen. Wir wissen alle, ja, dass Transformation nötig ist und dass wir natürlich den ökologischen Landbau als solches als einen Ankerpunkt einer zukunftsfähigen Landwirtschaft sehen und aber auch viel Inspiration vielleicht bieten können für konventionelle Betriebe, dass man sich in eine Richtung entwickeln kann, die tatsächlich dauerfähig und zukunftsfähig ist. Zu Versuchszwecken wächst hier Kleegras als sogenannte Untersaat zwischen den Weizenreihen. Je nach Art und Mischung auch bei zunehmender Trockenheit in Zeiten des Klimawandels. Es sorgt für mehr Stickstoff im Boden und dient gleichzeitig als Futtermittel für Milchvieh, das hier in Frankenhausen nur wenige hundert Meter entfernt vom Computer überwacht wird. Was und wann fressen die Tiere? Welche Rasse braucht eigentlich wie viel und was bedeutet das für die Qualität von Fleisch und Milch? Wissenschaft im Kuhstall. Heute konnten Interessierte auf dem Versuchshof in Frankenhausen miterleben, was das bedeutet. Dass wir daran arbeiten, dass es den Tieren gut geht, dass es denen auch immer besser geht, dass man guckt, was haben sie an Krankheiten, um die halt zu verhindern halt, und das halt auch den anderen Landwirten darzustellen. Und zum aktuellen Jubiläum auch mehr als 4.000 Besuchern. Ein Indiz dafür, dass das Interesse an gesunden Lebensmitteln, ihrer Erzeugung und Herkunft heutzutage groß ist.
Der Friedhof ist ganz klassisch ein Ort der Ruhe. Man gedenkt der Toten und für manche ist er auch ein guter Rückzugsort. So ist das eigentlich auch auf dem Hauptfriedhof in Kassel. Doch zum 180-jährigen Jubiläum wurde ein bisschen Leben in den Friedhof gebracht mit einer ziemlich ungewöhnlichen Aktion. Ja, da, wo es normalerweise eben eher ruhig zugeht. Es ist das grüne Herz mitten in der Großstadt. Kassels Hauptfriedhof, 180 Jahre alt, rund 40 Hektar groß, teilweise jahrhundertealter Baumbestand, letzte Ruhestätte. Und es gibt einen Bierstand, eine Bratwurstbude, eine Riesenleinwand. Tag der offenen Tür mit Open-Air-Kino, alles ein bisschen anders hier. Unser Plan war eigentlich mit dieser Aktion, mit so einem großen Kino, den Ort, den Friedhof als Ort für die Lebenden halt darzustellen, weil der Friedhof halt einfach wichtig ist in der heutigen Zeit, gerade was das Klima angeht. Und da denken die Leute heute viel zu wenig dran. Und wir haben gedacht, mit so einer Aktion rütteln wir die vielleicht wach. Thorsten Schütz ist Initiator des Tags der offenen Tür, Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung und einer, dem wichtig ist, dass die Menschen begreifen, dass der Friedhof nicht nur letzte Ruhestätte, sondern auch Denkmal, Rückzugsort und grüne Lunge der Stadt ist. Bei einer Stadt, die über 60% Grünfläche hat, sind die Friedhöfe 10%. Und das muss man den Leuten einfach mal sagen, was das für das Stadtklima bedeutet und für Wärme im Sommer und Sauerstoff. Abgesehen davon, der Friedhof ist auch einfach ein sehr schöner Ort. Die Idee, den Gottesacker für die Lebenden zu öffnen, stieß aber nicht überall auf Begeisterung. Es gab viele positive Reaktionen, aber es gab auch tatsächlich einzelne wenige negative Reaktionen, die gesagt haben, sowas lässt sich eigentlich mit der Würde eines Friedhofs nicht verbinden. Aber das sehe ich ein bisschen anders, weil aus meiner Sicht diese Brücke zwischen dem Leben und dem Tod zu schaffen, niemand sagt einem, wie man die eigentlich am geschicktesten hinbekommt. Und wer sagt einem, dass das immer langweilig, still, in Ruhe vonstatten gehen muss? Warum kann nicht auch die Verbindung mit dem Tod mal etwas lebendiger gestaltet werden? Auch historisch und in anderen Kulturen ist es gar nicht ungewöhnlich, auf Friedhöfen zu feiern, die Toten auf diese Weise zu ehren, zugegeben ohne Popcorn und Kinoleinwand. Wenn wir an Mexiko denken und den Dia de los Muertos, wo man an Allerheiligen die Toten zu sich nach Hause nochmal einlädt, ihnen ein besonderes Mahl zubereitet, von dem man weiß, dass es ihnen immer zu Lebzeiten geschmeckt hat. Und dass man die nächste Nacht gemeinsam mit den Toten auf dem Friedhof verbringt und dort feiert und isst. Den Hauptfriedhof mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, hat aber auch einen finanziellen Aspekt. Schon in der Corona-Zeit gab es massive Einbußen, auch weil viele Menschen mittlerweile auf alternative Bestattungsformen setzen. Wie das vor 25 Jahren mal gesagt wird, Mensch, Junge, geh zum Friedhof, gestorben wird immer, da wirst du nie arbeitslos. Das ist halt alles nicht mehr so durch alternative Beisetzungsarten wie Seebestattung, Friedwälder, Ruheforst, was es alles da so ringsrum gibt. Und da ist gar nicht mehr klar gesagt, die in Kassel versterben, werden halt auch in Kassel beigesetzt. Schlusspunkt des Tages, das Open-Air-Kino mit den Filmen Yesterday und Virtuos virtuell. Ein volles Haus wurde wohl durch das drohende Unwetter verhindert, heißt es hier. Pläne gibt's trotzdem schon. Vielleicht nächstes Jahr einfach nochmal einen Anlauf hier auf dem Kasseler Hauptfriedhof zu starten, mit hoffentlich besserem Wetter. Ja, und jetzt kommt das, was am Sonntag auf keinen Fall fehlen darf. Und das ist natürlich unser satirischer Wochenrückblick. Schön blöd. Ja, und so viel kann ich schon mal sagen. Für die katholische Kirche lief es diese Woche mehr blöd als schön, weil denen so viele Mitglieder davon gelaufen sind wie noch nie zuvor. Aber es ist natürlich noch mehr passiert diese Woche. Hier ist Schön blöd. Herzlich willkommen zu Schön blöd. Bevor es losgeht, brauchen wir noch einen Moment. Geduld. Geduld. Und doch einmal Geduld. Genau, denn es ist Rätselzeit. Was haben Esel und Katholiken zurzeit gemeinsam? Richtig, beide treten sie gerne aus. Es gibt gute Witze und schlechte Witze. Ups, zurück zur katholischen Kirche. Der kommen langsam aber sicher die Schäfchen abhanden. Aber warum nur? Ist das eine Frage? Also, das spricht doch für sich, oder? Ja gut, der Umgang mit dem sexuellen Missbrauch und überhaupt die Schwerfälligkeit des kirchlichen Machtapparats. All die Absichtserklärungen, denen dann nichts folgt. Oder wie es der Volksmund ausdrückt. Die Lüge wie gedruckt. Ja, der moderne Katholik merkt, wenn es seine Kirche ernst mit ihm meint. Darum sagen auch immer mehr Menschen. Die Leute sind skeptisch geworden, frustriert und enttäuscht, ja. Dass mit der katholischen Kirche nun eine weitere Institution wegzubrechen droht, die uns Gesellschaft doch eigentlich zusammenhalten soll, das finden wir blöd und beruhigen uns kurz mit dieser Frage. Was ist grün und schaut durchs Schlüsselloch?
der Spionat. Und schon sind wir in den hessischen Weinbergen. Da war diese Woche Bundesminister Cem Özdemir. Sie wissen schon, das ist der, der immer sagt: Am Ende muss man schauen, wie entscheidet man wie. Ja, der wollte seiner Parteifreundin ein wenig unter die Arme greifen, sich mal die Sorgen und Nöten der hessischen Winzer anhören. Schließlich wollen die Grünen ja den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln massiv beschränken, obwohl man hier weiß: Es gibt keinen Weinbau ohne Pflanzenschutz. Ja, die Meinungen gehen da weit auseinander. Aber ähnlich wie bei der katholischen Kirche versucht man Kritiker einfach mit Geld zu besänftigen. Oder wie die Ministerin nicht ganz selbstlos verkündet: Ich habe es geschafft, dass die Landesregierung entschieden hat, die Steillagenförderung in Hessen zu verdoppeln. Ja, und das wirkt wie Backpflaumen, denn schon werden aus den Kritikern fast schon Freunde. Ich denke, wir konnten gegenseitige Vorurteile über das gegenseitige Denken ausräumen. Dass in der Politik Probleme manchmal so einfach gelöst werden können, das finden wir schön. Was? Alles nur Wahlkampf? Ich sage nichts mehr. Das viele Geld für die Politik klebt übrigens auf der Straße. Die Polizei hat dieser Tage mal ein paar Rechnungen verschickt für die ganzen Einsätze wegen der Klimaproteste. Knapp 30.000 Euro dürfen die Aktivisten zahlen, dementsprechend stolz der Innenminister. Wir setzen damit ein deutliches Zeichen. Ja, die Angesprochenen zittern auch schon und werden das Klimakleben nun sicherlich unterlassen, oder? Also wenn das mein Beitrag ist, damit die Regierung endlich Schutzmaßnahmen gegen die Klimakrise einleitet, dann zahle ich das sogar sehr, sehr gerne. Oh, gut, jetzt könnte man sich fragen, warum sollen eigentlich die Klimakleber zahlen, die Fußball-Hooligans aber nicht? Doch auch hier gibt es eine einfache Antwort. Das sind ja keine Straftäter. Natürlich nicht! Dass der Innenminister in Sachen Klimakrise einfach weiß, worauf es ankommt, das finden wir schön. Nein, das hat auch nichts mit Wahlkampf zu tun. So, das war schon blöd für heute, denn... Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und Schluss mit lustig. Ja, und noch eine Erfolgsmeldung zum Schluss. Für die Handball-U21-Mannschaft mit unserem Nordhessen Ole Prängler aus Melsungen ist der Traum vom WM-Titel im eigenen Land wahr geworden. Das Team besiegte vor wenigen Minuten ihren Gegner aus Ungarn mit 30-23 Toren vor knapp 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Die deutsche U21 stand heute zum 5. Mal in einem Finale. Und das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und morgen ist dann Christine Gesang hier zusammen mit Katja Fischer.